Sechsmal ist Friedrich I. Barbarossa nach Italien gezogen. Einige Züge haben Jahre gedauert. Ziel des ersten Zuges, der im Oktober 1154 begann, war die Kaiserkrönung. Er hielt sich deshalb nur kurz in Oberitalien auf. Am 8. Juni 1155 war er in Sutri, nördlich von Rom, und wurde vom Papst Hadrian IV. Empfangen. Eigentlich ist so eine Begegnung eine Frage des Protokolls, das seit Jahrhunderten üblich ist. Nun aber kam es zum Eklat. Barbarossa weigerte sich, dem Papst vom Pferd zu helfen, also das Pferd am Zügel zu führen und beim Absteigen den Steigbügel zu halten. Im Prinzip sind das zwei Dienste, die es auch im Reich gab. Der Stratordienst aus römischer Tradition bzw. das allgemeinere Marschallamt. Sie können symbolisch oder real interpretiert werden. Immer noch stand die Frage der Rangordnung von Papst und Kaiser im Raum. Barbarossa wollte den Eindruck einer Unterordnung vermeiden, vor allem eine lehnsrechtliche Interpretation der Kaiserkrone. Allerdings leistete Friedrich den traditionellen Fußkuss, aber es unterblieb die zeremoniell darauf folgende Umarmung. Quellen berichten, dass daraufhin die Kardinäle die Flucht ergriffen und sich in eine Burg zurückzogen. Jedenfalls kam es zum Eklat, auf den Verhandlungen folgten. Die Lösung wurde in einer zweiten Begegnung gesucht, bei der Barbarossa die Ehrendienste leisten sollte, allerdings nur minimal. So führte er das Pferd nur einen Steinwurf weit und er ließ sich zusichern, dass das nur ein Ehrendienst sei. Am 18. Juni 1155 folgte die Kaiserkrönung in der Peterskirche. Zwar war der Ort militärisch gesichert, doch drangen bewaffnete Römer in die Leostadt ein und erschlugen Ritter. Das Krönungsmahl wurde unterbrochen, es folgte eine mehrstündige Schlacht. Barbarossa kehrte nach Norden zurück. Eigentlich hatte er dem Papst versprochen, weiter nach Süden zu ziehen, um die Normannen zu bekämpfen. Die Lage war ihm aber schlichtweg zu heiß. Im folgenden Jahr einigte sich der Papst daher mit den Normannen. Er anerkannte ihre Herrschaft und machte Zugeständnisse. Damit war der Papst aber nicht mehr auf den Kaiser angewiesen, der jahrzehntelang im Süden für den Papst Krieg führen musste und dabei immer das Verhältnis zu Byzanz riskierte. Zugleich konnte das Kaisertum aber damit seine Ansprüche auf Süditalien nicht mehr aufrechterhalten.